Felsen mit Moos überwachsen. Mein Freund André und ich fliegen 1991 nach Nairobi erst und dann weiter nach Kigali. Von Kenia aus per Flieger nach Ruanda, per Pickup durch Zaire nach Uganda, per Flieger nach Sambia, per Eisenbahn über Simbabwe nach Botswana, per Flieger ins Okavango-Delta, und dann von Südafrika per Flieger nach Deutschland zurück. Flug nach Nairobi im Winter 1991-92 mit meinem Freund André. In Nairobi Anschlussflug nach Kigali, Ruanda, wo die Ruanda-Krise sich verschärft. Daher verstärkte Sicherheitskontrollen, jeder muss sein Gepäck selbst umladen. Von Ruangiri geht's erst per LKW und PKW nach Kinigi, dann zu Fuß bis zum Parkeingang. Wir treffen uns kurz vor dem Bambuswald mit 4 bewaffneten Rangern. Das war eine affengeile Sache, mein Gott, ey. Haben wir ganz schön Schiss gehabt, was? Gruppenfoto. Dank an die Rangers für dieses einmalige Erlebnis. Neues Abenteuer, Bergwandern auf dem Visoke, 3711 Meter hoch, gehört zur Virunga-Kette erloschener Vulkane, an der Grenze Ruanda-Zaire, vorbei an malerischen Dörfern. Schon gut. Zelten am Berghang. Frühstück ist angesagt. Morning. How are you? Fine, thank you. You sleep very well? Ja. Die Gewehre aus dem vorigen Jahrhundert oder Anfang dieses Jahrhunderts. You said tomorrow maybe, if you come back. You said tomorrow. Schlamm, Moskitos, Riesendisteln, das ist Bergwandern in den Tropen bei tropischer Hitze. Wir sind noch in der Dschungelregion, faszinierende Flora. Zelt am Kraterrand des 3711 Meter hohen Visoke. Wir bereiten unser Survival Lunch auf einem kleinen Feuerchen mit Holzkohle zu. Der idyllische See, Krater und Vulkan Karisimbi 4500 Meter. Schemenhaft tauchen die sairischen Gipfel des Virunga Nationalparks auf. Jetzt kommt er wieder raus, ne? Ja. Mal kurz schwenken. Ah ja. Possible?
Est possible pour aller? Oui. Hammer, was? Okay. Ei, Wahnsinn. Kigali, Wangelim zum Lake Akagera geht's. Schön. Der Park ist zwar nicht mit anderen Nationalparks Ostafrikas zu vergleichen, aber der See ist sehr reizvoll gelegen. Pass auf! Ostzaire, 3 Tage warten auf einen Transport nach Uganda. Dann per Pickup endlich nach Uganda. Beginn der Wanderung im Ruwenzori-Massiv, Grenze Uganda-Zaire. 2 Träger, 1 Führer werden engagiert. Nyamitaba hat 2650 Meter. Extremes Wandergelände, kein Weg, Felsbrocken mit Moos überwachsen. Welch üppige Vegetation. Wasser auffüllen. Natürlicher Unterschlupf. Märchenwelt. Riesenlobelien. Einzigartige, verwunschene Märchenlandschaft, die einen sicher lebenslang nicht mehr loslässt. John Maitken, 3700 Meter. Die Margaritenspitze, 5100 Meter. Rübezahl. Im Moor. Wieder Felsen mit Moos überwachsen. Baumgrenze, 3900 Meter. Weiter geht's. Nächstes Camp. Über 4000 Meter. Sehr dünne Luft. Letzte Hütte. Kommt gleich. Elena hat. Und der Gletscher. Abstieg. Der Wanderschuh ist hin. Wir kommen jetzt zur Kitandara hat. Erneut ein kleiner letzter Anstieg. Gleich haben wir endlich den Freshfield Pass erreicht. Und das war's im Ruwenzori. In Lusaka Railway Station nach Livingston. 10 Stunden warten, 15 Stunden Fahrt. 6.30 Uhr morgens. Campingplatz Livingston, ihr Seite der Victoria Wasserfälle, kurz Wick Falls. Karango Delta. Wir machen 2 Touren. Eine, und zwar diese, wird quasi in Maun per Boot gestartet. Eine weitere nehmen wir per Flieger vor, dabei hatte die Filmkamera allerdings leider ihren Geist aufgegeben. Daher hier die 3-tägige Tour in Kurzform. Okay, die Gemüsesuppe vielleicht noch. Ja. Zum Abschluss, was trinken wir? Champignonsauce. Ja, und danach noch ein Tee. Spaghetti ist ja noch bitte zu hart. Ah ja, okay. So, wir sind jetzt auf der Rückfahrt. 3. Tag in Okavango. Eigentlich ein schönes Abenteuer, so das Zelten war gut. Die Fahrt mit dem Kanu ist auch eine feine Sache. Tiere haben wir sehr viel gesehen, wie ich gestern schon sagte. Aber leider sind wir selten herangekommen, entsprechende Aufnahmen zu machen. So, wir sind wieder am Ausgangsort angekommen. Hier gibt es wieder Bier. So, und zum Abschluss wird hier noch schwer einer gehottet. Das ist
ist immer wichtig.